Der DSV gewinnt das Spitzenspiel gegen Stadelbauer mit 1:0. Philipp, eine hochklassige Partie. Zwei Top-Mannschaften haben aufeinander getroffen. Am Anfang sehr taktisch geprägt, dann haben wir viele Chancen auch vergeben. Ein sehr starker Tormann bei Stadelbauer. Dann die rote Karte, wo alles schien. Vor allem Stadelbauer fühlte sich schon als heimlicher Sieger. Dann haben wir mit Athletik Kampfgeist zurückgeschlagen. Ja, ist richtig, Roland. War von Anfang an ein Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht geworden ist. Hat zwar sehr kompakte Mannschaften gesehen, die absolut individuelle Klasse in ihn reingehabt haben. In der ersten Halbzeit war es in den ersten 5 bis 10 Minuten ein bisschen abtasten, wo sich beide Mannschaften erst finden haben müssen. Dann haben wir ein bisschen das Zepter in die Hand genommen, haben sehr viele zweite Bälle gehabt und gut durchspielen können. Dann auch zwei sehr gute Situationen gehabt, wo der Kasper Sim, der Tormann von Stadelbauer, zweimal sehr, sehr gut reagiert gehabt hat. Sind dann mit einem 0:0 in die Pause gegangen, wo wir ein gutes Gefühl gehabt haben. Trainer, zweite Halbzeit rausgekommen, haben wir ein paar Akzente vermissen lassen. Vor allen Dingen in der Arbeit gegen den Ball, war dann aber so ein bisschen abtasten trotzdem drinnen. Stadelbauer ist nicht wirklich gefährlich geworden in den ersten 15 Minuten. Und je länger das Spiel gedauert hat, desto offener war das Ganze. Wir haben dann zwei sehr gute Situationen nach Standards gehabt, die der Tormann sehr gut vereitelt hat wiederum. Stadel hat auch eine Top-Situation gehabt, die uns der Tormann zunichte gemacht hat. Und nach der roten Karte, die absolut berechtigt war, haben wir natürlich etwas umstellen müssen. Aber unsere Spielweise trotzdem nicht verloren lassen. Wir haben mit 10 Mann sogar situativ nachpressen können. Das spricht natürlich absolut für die Athletik. Und das Tor ist aus so einer Situation dann entstanden, wo der Darius sich super durchsetzt, den Ball zurückerobert und dann querspielt auf den Daniel, der dann richtig cool blieb ist vom Tor. Für ihn freut es mich richtig, muss ich ehrlich sagen, dass sie auch professionell zurückgekämpft hat nach seiner Verletzung einen langen Leidensweg gehabt hat und heute definitiv für das belohnt worden ist. Und er hat uns damit ein richtig schöner Moment in der Saison bei der Magie. Wie du schon angesprochen hast, die Entstehung zum Siegestreffer war sehr stark. Der Pass von Kröpfi auf der linken Seite auf Taro war sensationell und dann eben das Tor von Dani. Auch ein wichtiger Sieg, wenn man auf die Tabelle blickt. Gleisdorf hat eine 4:0-Packung in St. Florian bekommen. Ja, wir schauen nur auf uns. Das ist so. Das haben wir vor der Saison weg vom Start. Und so ausgemacht, wir wollen Woche für Woche gut arbeiten und sehr gut auf den Gegner vorbereiten und uns immer wieder weiterentwickeln, sowohl im athletischen als auch im technisch-taktischen Bereich. Was die anderen machen, ist uns wurscht, wir wollen auf uns schauen, wir wollen jedes Spiel gewinnen und was dann am Ende außer Sicht ist, werden wir sehen. Und jetzt einmal noch eine Woche Vollgas, inklusive Spiel gegen Weiz. Ja, natürlich, wir werden nichts ändern an unserer Art und Weise, wie wir arbeiten. Es wird wieder auch professionell werden, wir werden trotzdem an der Intensität nichts vermissen lassen. Und das letzte Heimspiel unseren Fans nochmal ein gutes Spiel ermöglichen. Natürlich mit dem Trainer von Weiz, mit dem Bruno und seinem Co-Trainer, mit Hermann, kommen altbekannte zu uns, wo wir sicher sehr intensive Spiel erleben wollen. Heute freuen wir uns, ab nächster Woche Montag geht wieder professionelle Arbeit los. Danke.